Willkommen, Leute, zu Roos mit Gunnar, Mehrspieler Roos auf der Karte Vesuv. Ja. Und wir spielen im Kriegsmodus 1945. Beim nächsten Mal vielleicht der Turmmodus von einer anderen Karte. Mal sehen. Pew. Ja, was wird die Taktik sein? Richtig, wir haben voll Bock, yo. Jo, wie sieht's eigentlich aus? Was ist unser Plan für die Folge? Also für. Gewinnen. Vielen Dank für diese sehr aufschlussreiche und überlebenswichtige. Ja. Ich fange mal mit dem an, was ich sonst auch immer mache. Also. Ficken. Also Gegner ficken. Moment. So. Genau. Ach ja, der Vesuv ist übrigens der einzige Vulkan in einem Spiel, in dem man durch, wo man durchschießen kann. Teilweise, aber nur ganz bisschen. Ja. Gebäude-Errichtung abgeschlossen. Lagebericht. Neue feindliche Moment, wir spielen gegen einen Typ? Ah ne, der hat schon seine... Ja. Oh ne, gleich fangen die schon an mit Panzern und so. Gebäude-Errichtung abgeschlossen. Ne, ich werde die, glaube ich, erstmal nur in die Städte, in den Wald setzen und in die Stadt. Das sollte eigentlich reichen. Und ich bin durch die Stimmen im Hintergrund, da der Sound ja relativ... Möchtest du sagen omnipräsent? Nein, so ein Surround und dann hört man hinten links und so immer Geräusche und die Tür bei mir ist hinten links. Es ist ein bisschen problematisch. Ja, bei mir ist so rechts. So, was ich eben sagen wollte, entschuldigt, dass ich esse. Ich habe Hunger. Muss auch mal sein. Lasst mich, ich habe Hunger. Als ob Aufklärer stinken hatten. Scheiße. Ja gut, wir müssen ja eine halbe Stunde Ding setzen, damit wir jetzt nicht so lange brauchen. Ja, habe ich ja eh deswegen unter anderem. Jagdbomber. Alter, jetzt kommt er mit Grasshopper und klärt alles auf. Wie soll ich denn dann vernünftig mich verstecken? Na, das geht schon auf Eier. Ja. Muss dann nämlich jetzt erstmal Anti-R. Muss ich auch bauen. Ah, du hast schon Anti-Tank geholt. Die Einheit steht unter Schwere. Ja, ich glaube, wir können jetzt auch am TR. Funkstille jetzt aktiv. Geheimdienst meldet. Feindliche Forschung wurde abgeschlossen. Eine unserer Einheiten ist vernichtet. Die Einheit bricht auseinander. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Das können wir uns nicht mal, das ist sogar ein Strand. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Jupp. Moment, Vesuv war doch Pompeji, oder? Okay. Einheit unter Beschuss. Sie ziehen sich zurück. Italien. Strand, ja. Ist relativ easy. Tatsächlich am Strand. Einheit unter Beschuss. Ich weiß nicht, ich glaube, mein Typ ist nicht ganz aktiv wie deiner. Na, ich kann ja gegen meinen nichts machen, weil der Wichser ja unbedingt mit Air-Units. Soll ich die Anti-Air gleich auch noch bringen? Nee, das habe ich selber. Wurde eine neue gut. Dann gehe ich glaube ich erst gleich erstmal auf Anti-Tank. Dann läuft das. Wir haben nicht genug Nachschub. Die Einheit steht unter schwerem Beschuss. Meldung. Oh, guck mal, die kommen da jetzt, Sebastian. Mit der Infanterie. Yep. Jetzt kommen sie bei dir auch. Oh, Essen aufgegangen. Als ob. Keine Sturmgrenadiere, aber nur. Ich habe noch alle meine drei. Ah, jetzt macht er die auch noch unsichtbar. Ja. Na, der Gegner kriegt Punkte und Punkte und wir verkacken mal. Stimmt, am Ende geht es ja auch nur um die Punkte. Falls wir es nicht schaffen. Ja. Aber ich bin aber auch dafür, dass wir uns dazu, dass wir sehen, dass wir das unter 10 Minuten, unter 20 Minuten hinkriegen. Lange das ist voll zu lang. Zu. Alter, was für ein Dreck. Jawohl. An alle warum habe ich den jetzt? Scheinobjekte? Zur Hölle, ernsthaft? Geheimdienst meldet eine neue feindliche Nachschublinie. So. Ein bisschen mehr aus.
Du hast den Vorteil, du hast ja wenigstens eine Verteidigungslinie aufbauen können, ich nicht. Mhm. Alter, geht da doch weg, Jungs! Mann! Wir laufen jetzt der Flanke gerade schön in die Panzer rein. Richtig behindert. So, zumindest läuft das jetzt ansatzweise mal. Wir können eine neue List einsetzen. Feindliche Einheiten in diesem Sektor weigern sich zu kapitulieren. Feindliche Nachschublinie entdeckt. So. Mir läuft das eigentlich gerade, muss ich sagen. Die versuchen alle nur durch den. Ja, bei mir stehen sie gerade in der Basis. Ah, oh, soll ich dir. Oh, lol! War mal, als ob das irgendeine Bedeutung hat. Meldung, Einheit steht doch da. Nee, das ist natürlich auch richtig. Oh. Was ist passiert? Alles klar. Sind die gerade nur durchgekommen oder? Hinten rumgefahren. Okay. Ja gut, dagegen habe ich natürlich auch gerade nichts. Offensichtlich hat der Gegner was. Ist nur so, der linke Gegner war halt eben relativ stark, weil er Scheinobjekte eingesetzt hat. Hat mich damit definitiv zurückgedrängt. Keine Blitzangriffe mehr für diesen Sektor verfügbar. Die Scheinobjekte können aber nicht schießen, oder? Keine Blitzangriffe mehr möglich. Aber dennoch, die Masse drängt mich halt eben zurück, weil sie mir Angst macht. Wenn da so Panzer kommen, denkst du dir, oh scheiße, das hältst du nicht mehr aus. Das stimmt. Ja. Jetzt kann ich mich auf das konzentrieren, was ich eigentlich haben wollte. So. Da bin ich nicht Verwaltungsgebäude. Aber dank dir kriege ich ein bisschen Money. Ach ja, da vorne ist immer noch ein Nachschublager, was du dir holen kannst. Ja, ja, ich hab mir am Anfang ein Verwaltungsgebäude und ein Nachschublager geholt. Ja. Dann hole ich mir jetzt gleich das Nachschublager auch noch. Oh Mann, Plug-in. Neue List ist jetzt verfügbar. Feindliche Einheiten in diesem. Was ich auch noch haben will, ist Money. Die Funkstelle ist aufgehoben. So. Jetzt mit 40 hole ich jetzt das Nachschubdepot. Brauchst du Anti-Panzer? No. Was ist denn da? Ah, okay, hast du. Okay. Ja, cool, die Emoji-Ura oder so ein Scheiß. Ach, guck mal, jetzt kommen die bei mir auch ein bisschen, nee, mit ein bisschen mehr an. Oder doch. Zwei weitere Tanker wäre, kann nicht schaden. Feindliche Einheiten in diesem Sektor weigern sich zu kapitulieren. Ihr Hauptquartier. Neue Einheiten erstellen. Stellen. Schwachsinn. Egal. So, ich brauche mehr. Alter, die Reichweite von den Anti-Panzergeschützen sind, ist richtig heftig. Haku. Guck mal, wir sind jetzt Platz 1. Ja. Weil der dann dich da angreifen und den ganzen Platz platt machst. Man steht nicht umsonst bei dir immer die ganze Zeit. Überraschungsangriff. Ja, ja. Ja, jetzt sind es aber auch Scheineinheiten bei mir. Ein deutscher Überraschungsangriff. Allerdings können Scheineinheiten ja auch Schüsse ziehen, ne? Ja, sie ziehen. Also Schüsse aus sich lenken. Oh, lol. Gehen die über die andere Richtung? Geht natürlich nicht. Das Gute ist ja, ich habe noch die zwei Infanterie erforscht. In diesem Sektor weigern sich zu kapitulieren. Neue List ist jetzt verfügbar. Ah ja, du kannst dir übrigens das Ding hier auch holen, ne? Ja, nee. Ich mache jetzt Vergewaltigungsgebäude. Ja, nee. Was? Bitte was? Soll das denn heißen? Feindliche Wir wollen in der Stadt sterben fast komplett. Kommen sie in der Stadt an, werden sie einfach geraped. Ja, ja. Hab ich mitgedacht. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. So. Auf mich wurde was eingesetzt. Nein. Doch. Bloß nicht. Sind übrigens Mörser oder Flugzeuge, die hart sind, verboten? Hm?
Ich würde sagen, nein, also, oder? Also sagen wir mal so, Maximum Mörser ist unnötig. Weil dann kannst du die komplette Karte beschießen. Aber, ja. Also bis auf den Max Mörser ist alles... Also Max Mörser? Ja, okay. Abgeschlossen. Oh, ich brauche ein bisschen. Jawohl, Objekt wird an Zielort erhöht. Versorgungsgebäude. Einheit nähert sich dem Kampf. Boah, dann halt nochmal ein paar Antipanzer raus, ne? Ein paar Anti-Air, bevor die. Also ich werde meine Antipanzer mal gerade upgraden. Ich nicht. Ja, ich hab momentan halt nur welche, die, 3 an Schaden machen, so ein bisschen wenig. Ja, ich nehme immer noch die ersten Anti-Panzer, die machen es aber eigentlich ganz gut. So, wer sterben, einzelne Einheit? Bei mir? Nein, nein, beim Gegner. Ja, bei mir aber auch, weil die das irgendwie schon... Aber er ist schon tot und ich habe noch nicht mal Schüsse eingehen sehen. Alter, was zur Hölle ist bei dir da los? Panzerfriedhof. Naja, das ist ein Panzerfriedhof da. Sieht aus wie ein Nachschubkonvoi, der zerstört wird. Der Unterschied, dass der nachfolgende Konvoi nicht heißt, dass er angegriffen wird. Feindliche Einheiten in diesem Sektor so, weigern sich zu kaputt. Drittes Verwaltungsgebäude. Ach so, immer schön Nahaufnahmen, ne? Was bin ich? Alter, Nahaufnahmen. Natürlich, immer doch. Wusstest du eigentlich, dass man bei Broforce auch das Wackeln des Bildschirms einstellen kann? Dass das aus ist? Nein, dass man das einstellen kann, wie hart das wackelt, der wackelt. Da kann man irgendwie 500% oder so einstellen, das ist richtig schlimm. Nach dem Motto, dass das komplette Bild... Ach Gott, wie heftig. Nach dem Motto, schmeißt das Bild aus seinem Bildschirm raus. So, ich habe eine neue Position für meine Anti-Panzergeschütze gefunden. Ich markiere sie mal gerade. Ach, da oben. Die reicht bis da unten hin und wird nicht angegriffen. Oh, geil. Oh, Artillerie. Ungünstig. Ich weiß nicht, dann rufe ich auf Prototypen. Dann hau ich ein paar Mauspanzer raus und dann wieder sie. So, die werden jetzt alle schon angegriffen, ne? Alter, Junge. So, ich geb dir mal ein bisschen Geld, ne? Ja. Geil, B8, wunderbar. Und warte mal, bist du jetzt, bist du Ruß, da? Ich aus an der Navigation. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Meldung, Einheit steht unter anhaltendem Beschuss. Lagebericht. Alter, das ist so geil, wenn du kurz vor meinen Einheiten bist und dann halt siehst, wie alles abgeballert wird. Das ist richtig hart. Verluste gemeldet. Alter Falter. Wenn ich jetzt noch pro Kill Geld kriegen würde, das wäre natürlich auch noch geil, ne? Alter, wie viel der schluckt. Feindliche Einheiten in diesem Sektor weigern sich zu kapitulieren. Ich weiß nicht, ob ich... Tiger oder Mauspanzer? Ich glaube Maus. Ach komm. Negativ, kein Nachschub mehr. Einheit unter Beschuss, Lagebericht. Feindliche Einheit vernichtet. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Einheit steht unter schwerem Beschuss. Ich glaube, ich muss meine Panzerabwehrgeschütze auch mal upgraden. Ne, ich muss meine abziehen. Irgendwie eine Bomber. Weil das kann man ja nicht wirklich als Kriegsführung bezeichnen, was sie da machen. Das ist ja im Prinzip Massensuizid. Ja? Alter, guck dir das an, der Panzerfriedhof. Das ist richtig hart. So. Erstmal den Tiger erforschen. Ich glaube, ich bleibe beim Tiger. Bin mir nicht sicher. Ich bin gerade mal überlegen, wie ich das mache. In diesem Sektor weigern sich zu kapitulieren.
damit. Er muss mich eigentlich momentan einheit unter Beschuss. Ja, hier kommt der Stein. Feindliche Einheiten im Sektor weigern sich zu kapitulieren. Gott sei Dank. Das Depot ist fast leer. Forschung wurde abgeschlossen. Du bist fast leer. Das ist bei mir auch gerade so. So, wir sind auf der Hälfte der Kampfzeit. Das Nachschubdepot ist fast leer. So, und ich glaube, ich kann gleich mal so anfangen, die harten Einheiten rauszuhauen. Den Tiger habe ich jetzt freigeschaltet. Ich habe jetzt vielleicht 5 schwere Bomber. Ach so, du gehst auf die Taktik. Ich versuche mal mit Bodentruppen reinzugehen. Ich finde das interessant. Meine Panzerabwehr wird beschossen und geht dann in den Ausrufezeichen-Modus. So, also kurz vorm Tod. So, dann hat der Gegner kein Ziel mehr. Die heilen sich, nächster Panzer kommt, schießt drauf, die Artillerie hat wieder ein Ziel und sie schießt wieder drauf. Das heißt, ich zerstöre mal Einheiten und dann schießt die Artillerie, wie jetzt gerade. Sie halten ein bisschen zu langsam. Sebastian? Ist kurz vorm Tod. Ja. Ja, es eskaliert. Ja. Wo war das Leuchtfeuer? Das Leuchtfeuer war unter Hauptquartier. So, hier, guck mal da. Die haben sich da jetzt einen gegönnt gerade. Komm da vielleicht von der Seite gleich rein. Mit ein paar kleinen Einheiten. Alter. Oh, Junge. Oh, Scheiße, Artillerie. Fuck, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich renne gleich mit. Wo kommt denn die Artillerie her? Aus der Basis, von ganz da hinten. Das sag ich ja. Ich glaube, dann renne ich jetzt erstmal mit Panzern rein. Wenn ich die Artillerie werde, ich da platt machen. Feindliche Einheiten in diesem Sektor weigern sich zu kapitulieren. Geh mal ein bisschen zurück. Die Einheit steht unter schwerem Beschuss. Ja, Rückzug. Die Einheit bricht auseinander. Feind hat einen neuen Stützpunkt errichtet. Ich könnte ja eigentlich auch einen Vorstoß machen, weißt du das? Truppen, alle zusammen. Oh, mein Bomber ist so kurz vorm Absturz. Einheitenerstellung läuft. An alle Einheitenführer, fliehende Soldaten gelten als Deserteure. Neue List wurde zur Verfügung gestellt. Gebäudeerrichtung abgeschlossen. Jawohl, starten die Einheitenerstellung. Feindliche Einheiten in diesem Sektor weigern sich zu kapitulieren. Dafür fehlt uns der Nachschub. Scheiße. What the fuck, warum sammeln sich bei dir da recht so viel Jagdbombergeschwader? Oh, weiß ich nicht. Feindliche Einheiten in diesem Sektor weigern sich zu kapitulieren. Negativ, kein Nachschub mehr. Neue Befehle, halten um jeden Preis aufgehoben. Alter. Scheiße. Es hat sich ein bisschen reduziert. Obwohl das eigentlich nicht sein kann. Panzerartillerie. Fahr einfach durch. Allerdings habe ich jetzt gut Geld. Ja, ich habe ein anderes Problem. Der Gegner sammelt sich mit seinen Flugzeugen in der gegnerischen Basis. Ich war kurz davor, mit Bombern anzugreifen. Das heißt, muss ich jetzt extra noch ein Flugfeld bauen, um die abzuwehren. Rein! Keine Blitzangriffe mehr für diesen Sektor verfügbar. Gott. Feind hat einen neuen Stützpunkt errichtet. Die Pioniere kümmern sich darum. Ich glaube, ich verleg die Front mal ein bisschen nach vorne. Ich nicht. Ich hab da drin keinen Meldung, Nachschubdepot ist leer. Ach, kann man ja mal machen, ne?
Kannst natürlich die Gegner dadurch ablenken, wenn du noch ein bisschen Anti-Air mitnimmst. Ja, würde ich gerne. Die sind aber nicht so weit vorne. Allerdings hauen die Tiger richtig rein. So, rein. Ich will das jetzt. Ich will jetzt alles da vorne haben. Jawohl, unser Spion ist unterwegs. Kaputt. Forschung wurde abgeschlossen. Priest ist dorthin. Geheimdienstbericht. Was ist da? So. Experiment. Alle Tarnungen aufgehoben. Einheiten unter Beschuss. Einheitenerstellung läuft. Alle Einheiten waren jetzt funkstill. Lagebericht. Neuer Feindstützpunkt. Okay, schlechte Idee. Alter! Verdammt! Hab ich gesagt? Ja gut, das hab ich. Alter, ich werde hier ein bisschen ausradiert. Ich nehme jetzt einfach mal das Recht, einen Mörser zu bauen. Unser Spion hat seine Tätigkeit in diesem Sektor eingestellt. Eine neue List ist verfügbar. In Stellung einrücken. Im Eiltempo zum Zielort. Mörser. Jetzt wird reingehauen. Ich weiß es übrigens nicht. Es könnte sein, dass er, ich glaube, er hat gesigned über seiner Basis. Da ist, glaube ich, nichts. Da ist eine ganze Menge, aber du weißt es nicht. Ja? Sebastian? Ja, ich weiß, was ich machen muss. Okay. Ach so. Ja, gut. Du haust die rein. Jawohl. An alle Einheiten im Sektor. Blitzangriff steht zur Verfügung. Einheit verbraucht auf Treibstoff und Munition. Kehrt zurück. Die Einheit bricht auseinander. Eine unserer Einheiten ist... Da hast du reingehauen. Ach du komm, da traut jetzt rein. PE-8. Einheit meldet Verluste. Einheit ausrücken. Die Einheit gibt die Stellung auf. Was denn? Jetzt! Lagebericht. Drehen, drehen und bomb. Das Ding wird dabei nicht zerstört, das weiß ich. Oh, doch, es wird zerstört. Das wundert mich. Man braucht offensichtlich weniger bei den Russen. Nein, mein Ziel war, dass ich von der Seite drauf liege, um noch was von der Basis zu treffen. Ey, wir haben gesagt, keine Mörser. Ach, einer. Ja, ja, ich hab geschossen. So, die beiden haben Angst gehabt. Ich fange jetzt an, die beiden systematisch auszurotten. Systematisch auszurotten. Alles über Ernst. Keine Blitzangriffe mehr für diesen Sektor verfügbar. Wir haben nicht genug Nachschub. Der Feind hatte diesen Sektor Funkstelle verfügt. Also ich baue übrigens gerade drei Artilleriepositionen. Ach. Doppelt hält besser. Zwei Mörser. Neue Meldung, das ist unmöglich. Der Feind hatte diesen Sektor Funkstelle verfügt. Keine Blitzangriffe mehr möglich. Keine Blitzangriffe mehr für diesen Sektor verfügbar. Steht die Meldung, der Feind hält Funkstille in diesem Sektor. Arschloch, Panzer, Artillerie, bringt euer Knie. Was machen wir denn da? Wir können eine neue
Oh ja, geht alles gut. Oh, das sind mobile Abwehrgeschütze. Ja, dann will ich nicht, dass ihr dorthin fliegt. Einheit meldet Verluste. Noch 5 Minuten. Ja, haben wir eh gewonnen. Joa, da würde ich mal sagen, hau rein! Haben wir wieder aufbauen. Bam aufs Maul! Oh, das sind wie Panzer. Wir haben nicht genug Nachschub. Da Fug! Der Feind hat in diesem Sektor Funkstelle verfügt. Jawohl, unser Spion ist unterwegs. Priest! Haut sie auf die Priest drauf! Hau! Ficken! Ach ja, weißt du, was ich jetzt mache? Feindliche Einheit vernichtet. Noch mal ein paar Punkte mir gönnen, ne? Eine neue List ist verfügbar. Ein paar Punkte gehen immer. Keine Blitzangriffe mehr von diesem Sektor verfügbar. Unser Spion hat den Sektor verlassen. Alter, wahrscheinlich steht meine experimentierte Scheiße hier im Geschoss. Ja, jetzt wurde sie kaputt gemacht. Bestätige Meldung, der Feind hält Funkstille in diesem Sektor. Schießen wir auf die Panzer. Und wenn die Panzer zufälligerweise in Bewegung stehen. Und Gebäuden. So wie zwei Dingens und ein Flugfeld. Dann Applaus. Zieh doch rein. Eine unserer Einheiten ist vernichtet. Die Einheit bricht auseinander. Noch 2 Minuten. Eine neue List ist verfügbar. Also ob die Fuß meine Mörser kaputt geschossen hat gleich. Ach ja. Na, da würde ich mal sagen, haben wir das ja mal gemacht, ne? Würde mal sagen, rein! Aber, mach kaputt. Blitzangriff in diesem Sektor begonnen. Jawohl, an alle Einheiten im Sektor. Na, man sollte vielleicht Schutz gegen deine eigenen Gebäude brauchen. Ja, genau. Weil dann geht auch sowas wie ein Verwaltungsgebäude. Rein! Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Noch eine Minute. Bam, bam. Alles gut. Sag mal, wie viel FPS hast du eigentlich, wenn du im Weltall spielst, momentan mit, in der Aufnahme? Verluste gemeldet. Wie viel FPS hast du eigentlich, wenn du das Messing spielst? Aufnahme meistens immer. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss. Gehabt in der, die du hatte, die wir gesehen haben, oder wie? Die wir bisher gedreht haben. Jetzt auf bei dir oder bei mir? Ja, ja.
unten bei dem Computer. Also bei mir hatte ich wahrscheinlich optimistisch gesehen noch unter 10 FPS. Im Weltall. Achso, im Weltall. Oh, mehr, wahrscheinlich so. Spielbar. Du meinst halt, dass ich dann unten in der Welt spiele, halt da oben über den Planeten. Das wird wahrscheinlich funktionieren. Der Gegner. Fuck you. Gesamtsieg. Yeah. Well, so, wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Ruse. Oder auch nicht, weil wir geil sind. Ja, passenderweise ist in dem Moment ein wunderschöner Ton gekommen. Also, adieu. Oh, bei mir ganz knapp nicht. Tschüss.